Ich werde dieses Jahr 50 und ich habe viele, 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 viele Leadership-Trainings in meiner alten Führungskarriere gemacht und die sind alle kognitiv. Und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass einfach ein großer Teil von mir fehlt und ich meinen Körper zurückbrauche in meiner täglichen Arbeit und dass mir mein Körper unglaublich viele Informationen geben kann. Und ganz viel von dem, wie das funktioniert, das kann man in dem Leadership-Embodiment-Training lernen. Es ist ein tolles Training, wenn du Embodiment-Techniken in deine Seminare oder Workshops einbringen möchtest. Ich war neugierig auf den Level 2, weil der Level 1 war schon hochspannend. Und ja, das Leadership Embodiment ist hier, es ist eine andere Qualität, eine andere Dimension der Seminare. Es ist nicht so kognitiv gesteuert, sondern du arbeitest hier intuitiv und bist in deiner Kraft oder kommst zu dir selber oder findest zu dir. Was ich wirklich liebe, ist, dass wir uns so viel bewegt haben und nicht die ganze Zeit da gesessen haben und sozusagen berieselt wurden, wie was geht, sondern es geht ja um Embodiment, also das meint, wir arbeiten mit dem Körper. Und ich speziell habe sehr geschätzt, die eigenen Muster zu erkennen, die man eben tatsächlich seit wahrscheinlich von Kindesbeinen an verinnerlicht hat. Und dadurch dann auch im Körper ausdrückt und in Bewegungen ausdrückt. Und eben sie zu erkennen und zu akzeptieren, ist eben der erste Schritt, um sie verändern zu können. Ich war teilweise total überrascht von mir. Besonders berührt hat mich die Selbsterfahrungseinheiten, die mich dazu gebracht haben, meine Muster zu erkennen und dass ich jetzt die Chance habe, daran zu arbeiten. Gefallen und gleichzeitig herausgefordert, dass wir eigentlich nur am Ausprobieren und am Praktizieren sind. Und es gibt immer so einen kleinen Widerstand und danach hat man aber große Geschenke der Einsicht. Also wir sind körperlich die ganze Zeit an, das finde ich super. Am meisten mag ich die Leichtigkeit in dem Seminar. Die Leichtigkeit, mit der die Inhalte vermittelt werden. Ich habe gemerkt, dass ich meine Reaktionen verändern kann. Und zwar mit einer Leichtigkeit, wenn ich aus meiner Mitte heraus unterwegs bin. Und die Effekte sind wirklich sehr erstaunlich. Hätte ich nie gedacht. Ich habe ziemlich viel gelernt, was ich wirklich nutzen kann. Und ein Beispiel ist vielleicht, dass ich heute gelernt habe, dass wenn jemand an mir zieht oder etwas von mir will, dass ich dann eigentlich bereit bin, erstmal ziemlich viel zu geben und dadurch aus meinem Gleichgewicht komme, während aber ich trotzdem einen Teil von mir zurückhalte, weil ich will es ja nicht wirklich, ich will ja nicht mein ganzes Ich geben, sondern ich habe gelernt, dann im Grunde einen Raum aufzumachen, in dem ich mir die ganze Sache mal betrachten kann und dann in Gleichgewicht entscheiden kann, wie viel ich wirklich geben will. Auf jeden Fall werde ich benutzen die Einbeziehung der Kräfte des Raumes, dass ich nicht alles alleine machen muss mit meinem kleinen Selbst, sondern dass ich die Energien des Raums nutzen kann. Ich würde mal so als ein Highlight für mich sagen, also was ich so also als Mantra beinahe mitnehme, ist dieses, ich möchte versuchen, immer, komme was wolle von außen, in meinem Gleichgewicht zu bleiben. Und die Übungen, die wir hier lernen, die helfen mir ganz wunderbar dabei. Ich habe gelernt, die Kraft wahrzunehmen, die entsteht, wenn ich selber zentriert bin und welche Wirkung ich damit erzielen kann, für mich und auch für meine Umwelt. Er lacht sehr viel bei dem, was er tut und es wirkt sehr authentisch.
Und es unterstützt auch die Leichtigkeit, die Atmosphäre, die in diesem Seminar herrscht. Und das ist wirklich ganz famos, wie er das macht. Ja, unser Trainer Pierre macht seinen Job aus meiner Sicht sehr gut, weil er sehr einfühlsam ist und uns sehr viel Freiheit lässt. Ich mag es, dass wir Individuen sein können, dass er relativ wenig vorgibt, wie das richtige in Anführungszeichen sein soll, sondern dass jeder eben seinen Weg finden soll und seine eigene Ausdrucksweise. Das mag ich besonders. Ich schon aus dem ersten Seminar habe ich mitgenommen, dass ich meinen eigenen Raum erweitern kann und Leute darin einladen kann. Und das benutze ich jetzt, wenn ich vor Menschen spreche. Das muss ich sehr häufig. Und ich merke, dass ich dadurch sehr viel präsenter bin und die Leute, zu denen ich spreche, auch sehr viel präsenter sind. Also das Gemeinschaftsgefühl hat sich dadurch extrem verbessert. Ergänzen möchte ich, dass die Energie der Gruppe etwas ist, was sehr angenehm ist. Das gemeinsame Lernen, das gemeinsame Zeigen auch von dem, wo man steht, und dass ein offener Raum ist, quasi gemeinsam zu lernen. Ja, kommt mal nach Zürich und macht das. Es ist echt sehr schön. Nicht nur der Ort hier am Zürichsee. Beim ersten Mal waren wir auch in einem ganz, ganz netten Ort, sondern die Begegnung mit dir selber, das, wenn du den Mut hast, mach es, es ist erhebend.